Hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Koschig ganz nah dran. Heute bei... Und nun viel Spaß. Herzliches Willkommen zu einem Abend besonderer Art. Kein Abend, bei dem wir über die Zweifel ohne großen und breit gefächerten politischen Probleme unseres Landes sprechen wollen, sondern ein Abend unter dem Motto Gedanken über Franken. Und wer kann für dieses Thema kein besserer Redner sein als unser langjähriger Ministerpräsident Dr. Günther Beckstein. Applaus. Noch mehr Freude, sage ich ganz offen, dass Sie, liebe Frau Marga Beckstein, heute mit Ihrem Mann hier nach Kleingesee in die Fränkische Schweiz gekommen sind. Herzlich willkommen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich heute Abend hier bei Ihnen sein darf. Und lieber Hartmut, bedanke mich zunächst natürlich bei dir für die hartnäckige Einladung. Es sind sehr viele bekannte Gesichter. Alle Ihnen ein herzliches Grüß Gott. Mein Verhältnis zu Franken und Bayern. Ich sehe das überhaupt nicht als einen Gegensatz an und meine, da manche Frankentümelei ist weniger auf Kenntnis der Geschichte oder Mentalität der Franken zurückzuführen, sondern manchmal auf einseitige Parteipolitik oder manchmal auch auf eine Überheblichkeit, die nicht gerechtfertigt ist oder aus meiner Sicht nicht sinnvoll ist. Wenn ich irgendwo in Asien oder USA unterwegs bin und gefragt werde, wo ich komme, sage ich, ich komme aus Europa. Wenn ich in Berlin bin, sage ich stolz, ich bin ein Bayer. Wenn ich in München bin, selbstverständlich, ich bin ein Franke. Fränkische Schweiz, die ich persönlich deswegen so besonders liebe, bin ja in Hersbruck geboren und habe in meiner Kinder- und Jugendzeit damit von Hersbruck aus die Fränkische Schweiz erwandert. Und in meiner Studienzeit, ich habe in Erlangen studiert, dann ein Jahr lang in München, aber in der Erlanger Zeit habe ich klettern gelernt. Und ich sage überall, man kann nirgends so toll klettern lernen wie in der Fränkischen Schweiz. Wenn man sich regional manchmal ein wenig in den Haaren liegt, auf Franken als Ganzes lässt kein Franke etwas Schlechtes kommen. Im Amt des Staatssekretärs zuverlässig brachte mich mein Fahrer zu einer der ersten Veranstaltungen, die ich im Amt als Staatssekretär hatte, nach Oberfranken. Ich hielt dort meine kleine Rede, Manuskript, habe sie etwas gehemmt vorgetragen und man übergab mir dann als Gruß und zum Dank für mein Kommen eine Medaille, sogar ein Buch über den Ort und die Nähe im Auto saß. Mein Fahrer auf der Heimfahrt meinte, Herr Staatssekretär, die Leute hier halten aber nicht viel von Ihnen. Auf meine Frage, wie er denn dazu kommt, erwiderte er, die haben ja nicht mal für ihren Fahrer etwas geschenkt. Kolleginnen und Kollegen, wir werden schauen, dass wir unser Franken sorgfältig pflegen. Wir sind stolz drauf, wir wissen, wie schön es ist. Wir erzählen es nicht allen, aber hin und wieder erzählen wir es uns selber. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank, lieber Günther Beckstein, für diesen wunderbaren Rundgang geistiger Art, Gedanken über Franken.